Willkommen zurück bei der nächsten Folge von Resident Evil 4. Und wir werden jetzt erstmal. War schon beim Händler? Zur Sicherheit? Willkommen! Was Ja. kann ich dir Gutes tun? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ich kann mir allerdings nichts besorgen. Harte Zeiten, Partner. Ich gehe aber mal kurz nochmal hier rein, wegen den Jetons, die ich bisher eingesammelt habe. Zwischendurch. Aber ich werde jetzt nicht nochmal hier am Schießstand mich versuchen. Deswegen bin ich nicht hier. Ich mach drei goldene. Kultist mit Schild gewöhnlich 20% häufiger herstellen. Bonus auf Flintmunition. Einfach noch drei silberne. Soldat mit Hammer. Pistolenmunition. Nun gut. Das wollte ich nur noch mal machen. Diesen Soldaten mit Hammer, den sehe ich eigentlich sogar erst auf der Insel. Wenn ich mich richtig erinnere. Laden, laden, laden. Abgesehen vom Aufnehmen mache ich eigentlich nebenbei nichts. Hallo, Fremder. Okay. Hier wäre noch was. Aber ich habe nichts zum Öffnen. Nur das Beste vom Besten. Muss ich mal kurz schauen. Was mir noch einfällt, ich wollte noch mal schauen, denn hier war doch irgendwo diese eine. Wo waren das? Dieser eine Raum. Hier. Falsche Richtung. Wand mit Durchbruch. Schatz. Ich weiß nicht, komme ich da nochmal hin oder muss ich jetzt mal den ganzen Weg zurückrennen? Ich will da nämlich jetzt auf jeden Fall nochmal hin. Scheint mir nicht so. Im Original kommt man dann an der Stelle nochmal vorbei, aber anscheinend muss ich da jetzt nochmal durch den Irrgarten. Warte mal, wie muss ich jetzt laufen? Falsche Tür. Na, mach Platz. Jetzt hier links. Ich hoffe, die Hunde sind nicht mehr so vertreten. Scheiße. Noch wer? Hier sauber. Habe ich das gerade richtig gesehen? Bei Ashley auf der Hand? Das hat man gerade beim Zielen gesehen. Ja, man sieht das sogar richtig. Töle. Dann habe ich genug. Ich höre noch ein. Mein Ziel hat sich jeden auf jeden Fall verbessert und das, obwohl ich jetzt eine Woche nicht gespielt habe. Das ist auch nochmal ein Händler. Bei dem muss ich sogar lang.
Aber ich muss ja nicht zu dem rein. So, nochmal gucken. Links. Ach ja, die waren ja tot. Konnte ich mir nur ansehen. Keine Chance. Na verdammt, die hätte ich von der anderen Seite öffnen müssen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Das heißt, ich muss jetzt nochmal die Strecke hier laufen. Aber solange wir hier keine Gegner sind, kommt wenigstens hinterher. Warte mal. Nee, ich war schon an der richtigen Stelle, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Ich habe Orientierungssinn wie ein Blinder. Ach du Scheiße. Oh. So, Dreck. Spinell gleich mal. Alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Das kam jetzt etwas unerwartet. Okay, neuer Versuch. Okay. Okay. Gut gemacht. Pistolenmunition kann ich gut gebrauchen, die habe ich gerade verschossen. Chronik der Familie Salazar. Die Linie der Salazar steht kurz vor ihrem Ende. In dem Bemühen, Ramons Krankheit zu heilen, ließ seine Mutter Catalina den Teufel ins Haus. Es folgten die kurzen Lebensläufe jener, die diese namhafte Blutlinie zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Geht das denn noch lange? Na gut, ich... Okay. Na, ich lasse das jetzt mit dem Durchlesen. Ich zeige das jetzt hier nur. Da kann es jeder nochmal selbstständig durchlesen. Aber ich lese das jetzt nicht nochmal extra durch. Götze. Ist noch eine Kiste. Schießpulver. Ansonsten nichts. Hier ist noch was gewesen. Ach ja, verschlossene Schublade, da komme ich natürlich nicht ran. Wie viel das wohl wert ist? Also wenn die sich sogar darüber auslässt, scheint das 15.000. Ich kann nichts reinsetzen, wodurch das mehr wert wird. So, jetzt muss ich nur noch... Mit Sicherheit aber jetzt nicht bei dem, sondern bei dem erst nach dem Labyrinth. Des anderen Leitfremder. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun?
Besten Dank. Sehr schön. Nee. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner. Eine gut eingestellte Waffe, Koppens. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Angenehme Reise. Blaues Medaillon. Ach, hier gibt's noch solche Dinger. Das Ding. Da vorne ist noch einer. Mal so aus Interesse, was kriege ich eigentlich dafür? Die übermäßige Bedrohung bis auf den Haus des Dorfstehers. Das weiß ich noch, welches. Das mache ich gerade. 5 Spinels. Ja, lohnt sich. Da ist noch eins, da ist noch eins. Wie viel waren es? 5? Ich habe es doch gerade eben erst gelesen. 6. Ah, hier hinten. Hier scheine ich sowieso nicht weiterzukommen, deswegen gehe ich erstmal hier unten entlang. Ich kann ja nochmal hier schauen, aber... Ja, ich kann da vielleicht noch hoch und hier rein. Hier muss ich sogar hin. Aber ich würde sagen, ich gehe erstmal hier entlang. Wenn es hier lang geht. Aber vorher... Hier ist noch ein blauer Brief. Alle Ratten beseitigen. Große Halle, Bibliothek. Belohnung 3 Spinels. Große Halle, Bibliothek. Bis zur Bibliothek. Eine habe ich jetzt schon gesehen. Zumeist hört man die ja auch. Eine Schlangenstatue. Die ist nicht umsonst hinter den Gittern. Ich wette, ich kann von einer von denen den Kopf mitnehmen. Ja, hier, man sieht's. An den Kopf muss ich drankommen. Ah, ein Speisesaal. Essen? Hier? Nee, danke. An zwei von denen muss ich mich hinsetzen und diese Klingel drücken, weil ich auch Ashley die Anweisung geben kann, sich hier hinzusetzen. Hey, hast du eigentlich viele solche Einsätze? Ja. Allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung. Ist das ein Kompliment? Das überlasse ich dir. Oh. Ging natürlich in den Vorhang. Käfig mit Schlangenstatue. Aha. Oh Gott. Die sind's nicht. Setz dich. Okay. Das müsste es sein. Und ich müsste, wenn ich das richtig sehe, hier sitzen.
passiert nichts. Da war es das Falsche. Ja, stimmt, das Glas ist nicht da. Oder doch? Vielleicht die, vielleicht das falsche Brötchen. Hier auf keinen Fall. Andersrum? Irgendwas übersehe ich, habe ich das Gefühl. Die Königin sitzt da. Zwei Messer, eine Gabel, ein Löffel, Glas und ein Teller. Das Brötchen war nicht da. Hier muss die sitzen. Setz dich. Gut. Habe ich mich doch vertan. Ich setze mich jetzt einfach mal hier hin. Warte doch, jetzt ist richtig. Scheint, wir lagen richtig. Schon mal den ersten Kopf. Ich habe nur jetzt gerade damit gerechnet, dass hier vielleicht Gegner kommen. Das kann ich dann schon mal hier anbringen. Wo gehe ich jetzt am besten als nächstes hin? Hier ist, wie gesagt, noch dieses blaue Ding. Ich weiß allerdings gar nicht, ob ich überhaupt weiterkomme. Gleichzeitig muss ich aber auch hier vermutlich Treppe oder Leiter rauf. Treppe. Ich finde es auch gerade ein bisschen zu ruhig. Die Rüstung gefällt mir nicht. Sieh mal die Rüstung. Die könntest du sicher als kugelsichere Weste nehmen. Bisschen zu altmodisch für meinen Geschmack. Schade. Die würde dir bestimmt super stehen. Das ist gleichzeitig auch noch eine Anspielung auf den Originalteil. Da gab es ja die Möglichkeit, dass Ashley so einen Teil trug. Und da war sie kugelsicher. Oder sagen wir mal, konnte keinen Schaden erhalten. Fällt das allerdings nicht, die ganzen Rüstungen. Besonders nach der Begegnung mit der einen. Ein kleiner Schlüssel kann ich für diese Schubladen benutzen. Aber keiner von denen hat eine Waffe. Normalerweise haben die ja ein Schwert oder ähnlich. Ist das der nächste Kopf? Das gefällt mir überhaupt nicht. Die ganzen Ritter da. Da, wo Ashley steht, ist noch so ein Teil. Drüber springen. Habe ich Blendgranaten? Ja, eine habe ich. Ja, das war's. Nun gut, wie es weitergeht, werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen von Resident Evil 4. Bis dahin, tschüss.